Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CD.at. Heute ist Donnerstag, der 28. September 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute geht es unter anderem um einen Bad News Cocktail bei AMS Osram. Die Aktie verliert 20%. Für das eigentlich nächste Woche geplante Aktienturnier ist kurzfristig der Präsenter ausgefallen. Wer mag? Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market. And hey, here's Market and Me, podcasting for equity. Ja, die Börse als Modethema und die Septemberfolgen des Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wienerberger und Agrana. 3.119,43 Punkte, ein Minus von 0,12% jetzt um 11.20 Uhr im ATX und wir sind nach wie vor knapp unter dem Jahresstartwert. Auf der Gewinnerseite heute Vormittag von einem verkühlten Sprecher gesprochen ist die SBO mit plus 1,3%, dann die AT&S mit plus 1% und Lenzing mit plus 0,9%, Verliererseite Immofinanz minus 1, Do & Co. minus 1 und die Unica mit minus 0,5%. Beim Geldumsatz die OMV 4 Millionen, die erste ebenfalls 4 Millionen und die Föst 1,3 Millionen. Zuerst zwei Dinge in eigener Sache. Die Euro-Telesites, die ist jetzt bei Wikifolio gut gelöst worden, nämlich im Sinne eines Cash-Settlements. Das heißt, Telekom Austria-Aktionäre, die das Papier zum Stichtag gehabt haben, haben das in Geld bekommen, weil natürlich die Abspaltung nicht so leicht war. Telekom ist weiter gestiegen, schaut gut aus und die ETS ist jetzt bei Wikifolio auch verfügbar. Ich glaube, ich habe da ein bisschen anschieben dürfen auch und ich stehe auch schon mit einer Kauforder drin, / Risikohinweis. Gut, das ist das und dann noch ja Aktienturnier, sollte eigentlich starten nächste Woche, da ist jetzt ganz kurzfristig ein Presenter ausgefallen und insofern, ich suche zum maximal höchsten dreistelligen Betrag Sponsoring nur einen Partner, der das Aktienturnier im Oktober hosten will. Es wird schon nächste Woche losgehen. Ja, gesagt habe ich das mal. It's time for the main event. Ja, da funktioniert der Jingle nicht einmal. Die AMS Osram, die hat heute 20% Minus am Vormittag und nicht etwa, weil sie irgendeine Gewinnwarnung gegeben hätte, sondern einfach Folgendes kommuniziert hat. Man will sich 2,25 Milliarden Euro durch eine Kombination aus Kapitalerhöhung, neuen Anleihen und weiteren Finanzierungsinstrumenten sichern. Das ist momentan all das, was Aktionäre nicht hören wollen. Kapitalerhöhungen sind meistens extrem defensiv. Man hat es bei der Lenzing gesehen, was das mit dem Kurs anrichtet. Neue Anleihen kosten jetzt wieder aus Emittentensicht relativ hohe Zinsen, so leimend das auch für Anleger ist. Und da möchte ich auch verweisen auf den Podcast mit Gunter Täuber von Raiffeisen Research. Da ist heute die erste Folge live gegangen. D&D, also Täuber und Drastil Research Rendezvous heißt das. Und da schauen wir uns genau dieses Anleihenthema an und wie das funktioniert. Zurück zur AMS Osram. Ja, Anleihen auch nicht so leimend jetzt für Emittenten natürlich. Und dann, das ist für mich der schlimmste Punkt eigentlich, Wolfgang Gleitner war ja Andritz CEO, wir kennen ihn, und erfolgsverwöhnt und war auch Aufsichtsrat der AMS Osram, ist aber Anfang September 2023 aus persönlichen Gründen ausgeschieden. Bei persönlichen Gründen frage ich nie nach, aber er war ein Kaufgrund für mich, dass er dort Aufsichtsratsvorsitzender war und hat auch Director Dealings gemacht im Kauf, was für die Aktie sehr gut ausgeschaut hat. Insgesamt jetzt diese 20% verwundern mich nicht und es zeigt auch letztendlich, wie ich berichte seit Tagen von einem unveränderten ATX um die Nulllinie. Auch der Dow kommt schon langsam wieder auf die Nulllinie, year to date zurück. Die Nasdaq wird von wenigen Werten gehalten. Wie schwierig es geworden ist für Nebenwerte momentan mit geringer Liquidität und vielleicht auch Finanzierungsthemen, da den Aktienkurs nur halbwegs zu halten. Zu den weiteren News. Die EU-Kommission hat die gemeinsame Übernahme der steirischen Sanitärelementbau GmbH durch Bohr und IGO genehmigt. Die Kostat
hat bei der Wirtschaftskammer in der Wiener Hauptstraße zwei Unity 360 Epic Charger aufgestellt. Ladeleistung bis zu 360 Kilowatt. Und ja, Kontron startet ein Aktienrückkaufprogramm. Volumen beläuft sich auf bis zu 4 Millionen Stück. Die SIMO hat sowas Ähnliches gestern angekündigt. Kontron macht das eigentlich Jahr für Jahr. Und das ist halt das Gegenteil von Kapitalerhöhungen. Und das ist das, was die Aktionärinnen und Aktionäre derzeit hören wollen. IPO, da gibt es eine gute Nachricht aus Frankfurt. Schott Pharma hat einen Ausgabepreis von 27 gehabt und der erste Kurs lag bei 30 Euro. Und die Aktie ist auch im Global Market der Wiener Börse handelbar. Die sind da immer sehr, sehr, sehr schnell. Kapsch Traffic.com hat einen Auftrag für Wartung und Betrieb des Mobilitätsmanagements der spanischen Stadt Santa Cruz de Tenerife erhalten. Wie gesagt, die Aktie stürzt auch ein bisschen ab momentan, aber der Newsflow ist endlich wieder gut. Santa Cruz also nicht verwechseln mit Heiligenkreuz in Niederösterreich, bitte. Und noch ein Aktienrückkaufprogramm sehe ich da, und zwar von Fabersoft. Das soll am 4. Oktober beginnen und bis Ende Q1 25 laufen längstens. Da geht es um 2 Millionen Euro Volumen für dieses Rückkaufprogramm. Research habe ich heute jetzt nicht auf der Liste. Oh doch, und da spiele ich die Musik dazu. Morgan Stanley stuft Wienerberger mit Übergewicht ein. Und das Kursziel ist 34 Euro. Bei einem Kurs von 23 Euro sehe ich das schon als sehr signifikant an. Erste Group bestätigt Halten für Immofinanz, erhöht das Kursziel von 16 auf 18,60. Metzler bestätigt Buy für Wolfgang, geht aber mit dem Kursziel von 25,9 auf 23 Euro retour. So, das war's für heute. Morgen werde ich ein bisschen den Wolfgang Matejka zitieren und tschüss einmal von mir. Baba.